10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Südkoreas erster Mondorbiter Tanuri ist erfolgreich in eine Transferbahn zum Mond gelangt. Tanuri wurde heute um 8.08 Uhr koreanischer Zeit, 19.08 Uhr Ortszeit in Cape Canaveral in Florida mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Unternehmens SpaceX gestartet. 40 Minuten später wurde Tanuri von der zweiten Stufe der Falcon 9-Rakete erfolgreich getrennt. Gegen 9.40 Uhr kam es zur ersten Kommunikation mit der Bodenstation. Das koreanische Raumfahrtforschungsinstitut stellte um 14 Uhr anhand einer Analyse der von SpaceX gelieferten Daten über die Abtrennung der Trägerrakete fest, dass Tanuri erfolgreich in eine Transferbahn zum Mond gelangt ist. Der Mondorbiter fliegt nicht direkt zum Mond, der 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, sondern bewegt sich zunächst bis zu einer 1,56 Millionen Kilometer entfernten Stelle in Richtung Sonne. In einer schmetterlingsförmigen Flugbahn wird der Orbiter anschließend in Richtung Mond zurückkehren und Ende dieses Jahres eine Mondumlaufbahn erreichen. Nachdem Ende dieses Jahres sein Zielorbit erreicht ist, wird Tanuri ein Jahr lang den Mond umkreisen und mittels 6 wissenschaftlichen Instrumenten Daten zum Mond liefern. Der Orbiter ist mit 5 in Südkorea entwickelten Geräten, einschließlich einer hochauflösenden Kamera und einer von der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelten Shadowcam oder Schattenkamera ausgestattet. Mit einem Gerät für das Weltrauminternet wird erstmals ein Test des Weltrauminternets zur Erkundung des entfernten Weltraums durchgeführt. Ein Test zur Wiedergabe des Songs Dynamite der K-Pop-Band BTS und dessen Übertragung zur Erde ist ebenfalls geplant.